Sir. Aber so wirklich einen Plan habe ich gerade nicht. Aussehen tut es ja ganz ordentlich. Ist ja nicht so, dass das hier hässlich wäre. Ne? Aber irgendwann möchte man vielleicht ein Stück weiterkommen. Hund! Eieiei. Wo ist er? Alles klar, da gibt er mir Bescheid. Wo ist jetzt der Hund? Da ist er. Schön zu erkennen an dem Halsband. Sehr, sehr schön. Und? Da hast du bestimmt vorher selber mal hingepinkelt. Und jetzt weißt du nicht mehr, dass du da warst. Okay. Alter. Das sieht doch interessant aus. Go get it. Weiß ich, ob er was rausbringt? Oder ob er irgendetwas rausbringt? What'd you find? Was? Wo ist der Hund? Oh, Hilfe. Hilfe. Ah. Cappy. Leave it, buddy. Now's not the time. Ist ein Cappy. Könnte von dem Jungen sein. Ist wahrscheinlich von dem Jungen. Und ist ziemlich dreckig. Baltimore Crows. Das Peter's Cap. Good boy. We need to hurry. Can you follow the scent? L1. Riech. Here, boy. See if you can find it. That's it. Take me to it. Ellis to base. I found Peter's cap. You did. Jetzt habe ich extra den Kanal gewechselt. Just stay where you are. We'll join up with you. And keep searching from there. Negative. Bullet picked up a scent. I'm not risking him losing it. I'll keep you posted. Over and out. Jetzt weiß ich nur nicht, ist das so eine ganz tolle Idee, dem Hund jetzt so blind überall hin zu folgen? Oder ist es vielleicht eher gut, die Umgebung nach irgendwas zu untersuchen? Okay. Freundin sagt, ich soll ihm folgen. Ist wahrscheinlich das Beste. Dann könnte das mit den 3,5 Stunden vielleicht sogar hinkommen. So, jetzt ist der Hund natürlich gegangen. Hat sich gedacht, Herrchen kommt nicht mehr. Bullet, where are you? Komm schon. Ist mir schon klar, dass ich ihm nachlaufen muss. Aber wie gesagt, es gibt ja auch noch andere Wege. Vielleicht. Der Hund ist weg. Der ist nicht weg, der Hund. Der ist bestimmt nur weiter vorge. Ah, guck, guck. Oh. Bei Death Stranding falle ich auch gelegentlich mal hin, ja. Okay, jetzt sind wir jedenfalls irgendwo runtergekullert. Bullet finden und dann wieder hochklettern. Ja, ich habe auch festgestellt inzwischen, dass das mit der Facecam da unten rechts vielleicht keine so gute Idee war. Das, was von meinem Bild überdeckt wird, kann ich einigermaßen lesen. Wie es euch geht, weiß ich nicht. Hm? Na, Untertitel. Bullet! Where is that dog? Oh Gott, ich hab Puls. Kann ich mich ducken? Ja, ich schleiche. Where the hell is he? No, not now. Oh oh, ich. Ja. Es stand ja vorher da. Wenn er alleine ist, ist das nicht gut für seinen geistigen Zustand. Deswegen soll ich beim Hund bleiben. Bullet! Kann ich in dem Spiel sterben? Ich werde es tun. Bullet! 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 Oh, hallo, was? Bullet! Okay, calm down, Alice. Everything's fine. It's all in your head. Ist auch alles in seinem Kopf, ja. Wo ist der Hund? Bullet, Axt. Hund!
Was? Ich glaube. Hund! Hey. Gut, 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 gut. Schon besser. Oh, well. Hey, look who decided to show up. Don't leave me like this, okay, buddy? I can't be alone out here. Yeah. What is it, boy? Did you find something? Was er denn jetzt wieder? So we're still on Peter's trail. Good. Ich muss glaube ich mal an dem Hund riechen, damit ich seine Fährte aufnehmen kann, wenn ich ihn verliere. Du bist aber schon so einer hier, ne? Jetzt pass mal auf. Du bleibst. Ich ja, aber trotzdem. Geh. Der geht schon wieder in die richtige Richtung. Es wird auch gerade ein bisschen dunkel hier. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Ja, aber so schnell dunkel. Oh, der Wald wird auch immer dichter. Handy klingelt. Stopp. Hey, hey. Hey, Jess. Ja. No, bisschen gerannt. I'm fine. It's under control. It doesn't sound like it. Alice, maybe you should. No, I said I'm fine. Yeah, of course you are. Now listen. I think I saw something. I gotta go. I'll call you later. I'm sorry, Jess. Er scheint auch unter Umständen unausstehlich zu werden, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat und das unbedingt durchziehen will. Der Hund möglicherweise auch? Gab es eigentlich einen Schwierigkeitsgrad zum Einstellen? Ich glaube nicht, ne? Wo ist der Hund jetzt hin? Hund? Ach ja. Wir sollen wohl hier drüber gehen, nehme ich an. So. Na komm. Sehr schön. Hui, da ist er wieder weg. Er ist ja ein Wirbelwind, der Kleine, ne? Ach, ist ja schön, dass er sich freut, ne? Oh, da vorne ist ein Haus oder sowas, ne? Oder Zeltlager. Da liegt ja was. Eine Kamera. Die findet man wohl hin und wieder im Spiel, wenn ich mich nicht täusche. Sieht etwas mitgenommen aus. Liegt daran, dass sie mal jemand mitgenommen hat. Ja. Jetzt zoomt es ganz langsam ran. Das macht es automatisch, bin ich nicht. Ich glaube, jetzt bin ich selber in so einer Sequenz. No, I'm fine. I'll deal with it. I just need a little more time. Ellis, what you need is help. I could have managed. Ellis, I can't do this anymore. What? What is it this time? What, I wasn't smiling enough? Didn't say I love you for 5 fucking minutes? Jesus Christ, Ellis, do you even hear yourself? Yeah, I can hear myself just fine. And I can see the way you look at me. Like I'm a fucking loser. You're a sick little puppy for you to look after. Oh, why, Ellis? Get over yourself, Ellis. Be a man for once. Oh yeah, there it is. There it is. I hope you can figure it out, Ellis. I hope you can finally forgive yourself. I tried to help you, but I just can't be around you anymore. Go ahead. Get out. Leave me the fuck alone. Hoppla. Alice, you got my message. You wanted to see me, sir?
Better yet, I want to introduce you to someone. Bullet, meet your new partner. He's been through a lot, just like you. What? Sir, I can't. Well, you got something else going on right now? Just take the damn dog, Ellis. Yes, sir. Okay. What did I? Did I pass out? Boy. Oh shit! It's pitch black. Oh, this is a fast dunker. I must have blacked out for hours. Ah, so viel besser jetzt. Yeah. So, was haben wir denn hier? FM 2176. Kampfvorschrift. Zuerst Hexen und Flüche. Ich glaube, ich könnte mit den Untertiteln noch was machen, damit die vielleicht ein bisschen besser zu sehen sind, aber weiß nicht, ob das so schön aussieht. Also aus meiner Sicht. Also gut. Schau mich jetzt hier ein bisschen um. This thing again. Noch ein Figürchen. No, it's a different one. Someone had too much time on their hands. Was sieht so aus, als ob jemand, das konnte ich jetzt leider nicht ganz zu Ende lesen. Der Hund guckt mal dahin, da liegt noch was. How did it end up back here? There's a tape inside. Might as well see what's on it. Mit Hilfe der roten Videokassetten kannst du die Realität manipulieren. Achte auf deine Umgebung sowie auf Objekte in deiner Nähe und im Video. Spule ein Video vor oder zurück und pausiere Schlüsselmomente, um den Status und die Position zu ändern. Ja, das ist aber wahrscheinlich ein anderes Video. Muss ich mal gucken. Ah ja, okay, so zurückspulen. Wie pausiere ich das? Mit X. Okay. Schneller Vorlauf nach oben und langsamer. Schneller Rücklauf nach unten. Okay. Okay. Guck's nochmal von vorne an. Mir ist da jetzt so direkt nichts aufgefallen. Feuerchen. Das ist ein Spielzeugpolizeiauto. Jetzt hat es ihn weggenommen. Versuche den richtigen Moment zu finden und pausiere dann das Video. Also der hat jetzt auf dem Unterarm ein Tattoo gehabt, habe ich gesehen. Oder ich glaube zumindest eins gesehen zu haben. Hilft mir gerade nicht wirklich weiter. Okay. Kann ich das irgendwie nochmal... Kamera, die ist also noch hier. Nachtsicht. Oh, jetzt sind wir natürlich wieder. Kann ich das irgendwie ranzoomen? Jawohl, gerade sagen, also da wäre die Facecam jetzt ganz, ganz fehl am Platz gewesen. Ich würde es mir gerne nochmal anschauen, das Video, aber sollte ich jetzt wieder nichts finden, dann könnt ihr mir gerne helfen. Ich weiß es auch gar nicht, startet jetzt das richtige Video nochmal, oder? Jetzt nochmal. Diese Vorspul- und Zurückspulsache, die geht mir auch ein bisschen zu schnell. Das ist jetzt das Ende des Videos. Ich muss laut Aufgabe das Video an der richtigen Stelle pausieren. Das ist eine gute Frage. Genau das versuche ich gerade herauszufinden, was die richtige Stelle hier ist. Vielleicht muss da im Hintergrund was zu sehen sein.
Vielleicht liegt es auch daran, dass er da oben guckt. Nee, helf mir mal bitte. Warum auch nicht? Ah, okay, also nicht im Video selbst, sondern in der Realität. Ja, gut. Also hier ist auf jeden Fall ein Zelt. Da kann ich auch reingucken. Probably not something a 9-year-old could set up. Okay. Ich gucke jetzt einfach mal hier mit der Taschenlampe rum so ein bisschen. Ich gucke mir das Video gleich nochmal an. Keine Angst. Also ich stand in der richtigen Richtung. Das heißt, er hat eine Lichtung hochgeguckt. Ist jetzt natürlich bei den Lichtverhältnissen ja ein bisschen schwierig, die Stelle zu finden, wo er hochgeguckt hat. Möglicherweise aber da hoch. Möglicherweise da hoch. Okay. Das ist eine interessante Mechanik, allerdings muss ich sagen, mich stört es eher. Come here. Lagerfeuer. Lagerfeuer. Okay, also hier war ein Lagerfeuer, das haben wir im Video gesehen. Diese Stelle, wo das Lagerfeuer war, müssten wir ja noch erkennen. Würde ich jetzt mal vermuten hier. Da ist auch was, da wird mir was angezeigt. Okay. Essensreste im Topf. Weiß jetzt nicht, ob das der Hinweis ist, den ich habe finden sollen. Ja. Oh, warte mal. Das ist aber... Moment, geht's vielleicht eher um den Baum hier? Da war doch vorher auch von einem alten Baum die Rede, ne? Und das hier scheint ein sehr alter Baum zu sein. Ist hier irgendwas mit dem Wurzelwerk? Also gut, dann gucke ich nochmal beim Lagerfeuer auf das Video. Ich gehe aber trotzdem erstmal nochmal ins Zelt. Einfach so, weil ich es kann. Und weil ich es will. Weil ich es nicht kann. Okay, lassen wir das. Lagerfeuer, wo war das Ding? Hier. Ich hoffe, dass die Perspektive nicht ganz... Hallo Hund, du hast da was. Gib das doch her. Freeze-dried ice cream, huh? Jess used to love these. She was so bummed when I told her that I didn't actually eat them in space. No, 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 sorry, buddy. You know chocolate is bad for you. Vielleicht magst du ein Leckerli haben. Komm, ich gebe dir mal ein Leckerli. Dass der Hund auch merkt, dass wir ihn lieb haben, ne? Ein bisschen braver Hund, ne? Kriegst mal was. Hm? Jetzt habe ich dann aber nur noch 8. Frage ist, habe ich im ganzen Spiel bloß 8 oder finde ich immer wieder mal welche? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich im Wald welche finde. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also, jetzt schnappen wir uns nochmal die Kamera. Es ist bescheuert und beschissen, dass neben mir halt dann die Taschenlampe ausgeht, sodass ich nicht mehr sehe, wo ich stehe. Ich werde eventuell das Ganze doch mal etwas heller machen. So, ich weiß, das nervt ein bisschen, dieses Hin- und Hergetue hier. Und es wird jetzt auch nicht so viel... Och, doch, 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 ein bisschen. Also ich sehe schon ein bisschen mehr. Auf jeden Fall. Also Lagerfeuer. Da ist das, da ist der Topf. Das Lagerfeuer. Ich guck, wieso, wie gucke ich mir jetzt wieder dieses Video an? Viereck, da unten ist es ja. Okay. Also. Ich weiß nach wie vor nicht, was ich suche. Es muss wohl was am Lagerfeuer sein, schreibt die Bitchplatsch.
Oder ist es dieser leere Topf, den ich jetzt gefunden habe, in dem noch Reste drin sind? Genau, aus jener... Okay. Okay, also... Topf ist hier, Junge saß hier. Auto weggenommen. Ich versuche es jetzt einfach mal so nachzuvollziehen. Also, Topf hier. Ja, der Junge saß ungefähr da, würde ich jetzt mal behaupten, hat mit dem Polizeiauto gespielt. Dann hat ihm der Filmende das weggenommen. Dann hat die Kamera ein bisschen gewackelt. Und ich würde mutmaßen, dann entweder... Das ist schwierig. Das ist ein bisschen echt schwierig. Da leuchtet das Auto. Das ist richtig, dass das Auto da leuchtet. Aber leuchtet hier denn auch was? Leute, ihr müsst mir schon richtig helfen hier. Ne? Der Hund leuchtet ja auch, wenn ich ihn anstrahle. Die Augen zumindest. Also Essensreste. Junge hier. Auto leuchtet. Liegt das immer noch irgendwo und leuchtet vielleicht. Aber dann würde ich das ja auch ohne eine Taschenlampe sehen. Hä? Nee, das sah jetzt aber gerade echt so aus, als wäre das was, was leuchtet. Sagt mir bitte genau die Stelle aus dem Video, wo ich stoppen soll. Einfach, damit ich das an einem Beispiel jetzt mal gesehen habe, wie das hier funktioniert. Da gab es nochmal irgendein Spiel, das hat auch auf so einer ähnlichen mit so einer ähnlichen Mechanik gearbeitet. Irgendwie musste... Remember Me war ja mit Erinnerungen. Wobei das ja hier in Anführungsstrichen auch sowas wie eine Erinnerung ist. Zumindest mal etwas aus der Vergangenheit. Weiter zurück und du siehst am Boden da links neben dir leuchten. Das würde ja... Jetzt höre ich auch die Sirene. Ist aber schon ein bisschen unrealistisch, oder? Ist das plötzlich da, weil ich eine Videokassette anschaue? Stimmt, die 90er-Spielzeuge. Richtig. Auch das Super 8-Band. Natürlich ist gar kein Super 8. Aber jetzt weiß ich so ungefähr, worauf es hinausläuft. Also in dem Video war es jetzt auf jeden Fall das grelle Licht vom Auto, das irgendwie interessant war. Ich hoffe, dass die nächsten Videos ein kleines bisschen eindeutiger sind. Bullet, komm her, riech an diesem Auto. Ist das Benzin oder ist das Diesel? Ah, Lithium-Ionen, okay. Warte, Hund, wo bist du, Hund? Der rennt wieder weg. Diese Töle, elende Mistige. Ah, ja komm. Muss ich jetzt die Kamera, weil er die jetzt automatisch genommen hat, muss ich die jetzt... Ich mach das jetzt einfach mal, weil es cool aussieht. Ja, ja, tu nur langsam. Ja, ja, ist alles gut. Steht bestimmt gleich irgendwas... Also auf der Kassette ist bestimmt... Also auf dem Videoband ist bestimmt gleich irgendwas Gruseliges zu sehen. Und dann ist das in echt auch da. Den Tipp könntet ihr mir vielleicht noch geben. Muss ich nach solchen Sachen dann immer mit der Nachtsichtkamera ihm hinterherlaufen? Weil er automatisch dann auch die Kamera in die Hand nimmt? Oder kann ich ihm dann auch ganz normal mit der Taschenlampe hinterherlaufen? Was ist besser? Weil das hier ist ja nur rein theoretisch, rein von der Fortbewegung her ist das kontraproduktiv. Ich kann ja auch nicht rennen so. Akku ist auch bald leer. Muss ich eine neue Batterie suchen für die Kamera? Muss ich so alle Outlast, muss ich eine neue Batterie reintun, um was zu sehen später? Ja, ist ja gut, jetzt lauf doch, Mensch! Helf mir doch bitte! Oh, mein Bier ist leer, ey. Schade. Du brauchst keins mehr holen, ich glaube, das wird nicht gut. No battery needed. I love it. Ich
werde sie jetzt immer so vor mir tragen. Warte mal, warte mal. Wo ist der Hund? Da ist der Hund. Outlast Blair Witch Edition. Warum auch nicht? Ich mach das mal weg. Ich mach jetzt mal die... Hier Dings, wie heißt das? Die Taschenlampe. Das macht ja überhaupt keinen Spaß hier. Ah, das sind die Dinger, die ich nicht abnehmen soll. Warte mal. Strange noises in the forest. What is it? So, also ich stehe jetzt direkt davor. Ich könnte damit was tun. Aber sagt mir bitte, ob ich damit was tun soll. Genau nicht abnehmen. Was passiert denn, wenn ich es abnehme? Bin ja schon neugierig. Meine Freundin sagt, ich soll es abnehmen. Geht dann hier der Punk ab? Nicht. Nein. Nee. Ich hab hier... Nada. Boah, Multi. Ich krieg gleich Schläge hier, wenn ich es nicht tue. Was passiert denn, wenn ich es tue? Jetzt einfach... Vielleicht geht dann wirklich die Welt unter hier. Vielleicht ist dann alles blöd. Ich weiß auch nicht. Kann ich irgendwie speichern? Kann ich hier speichern? Dauer auf der Kopie des letzten Autosaves. Jeglicher Fortschritt seit dem letzten Checkpoint wird dabei nicht berücksichtigt. Autosave. Prolog 9. Was auch immer. Das Kapitel 3? Wie komme ich denn in Kapitel 3 so plötzlich? Also, ich habe jetzt gespeichert. Also im schlimmsten... Also, ne? Du triggerst Blair Witch. Das ist definitiv von Menschenhand gemacht. I didn't mean to. Olga! Kann Ende verändern. Speichern hilft nicht. Scheiße, kriege ich erst jetzt. Ja, gut. Das Olga-Ende, vielleicht ist das ein gutes Ende, ja? Das bleibt so gespeichert. Okay. Ja, gut, aber irgendwie muss ja hier Spannung rein, oder nicht? Jetzt kann ja alles da hängen lassen. Und wie viele Enden gibt es denn eigentlich? Ein gutes, ein schlechtes? 5 schlechte, ein gutes? Nur schlechte? Aber das sind wahrscheinlich alles verschwundene Kinder, ne? Könnt ihr mir vorstellen, diese Bilder. Verschwundene Olgas. Soll ich den letzten Speicherpunkt mal laden, einfach nur so, dass ich ihn geladen habe? Nee? Okay. Ich muss jetzt mit meinen Entscheidungen leben, da hat sie leider recht. Das ist schon mein ganzes Leben lang so. Ah ja. Zur Hölle. Ja, jetzt habe ich ein so ein Figürchen kaputt gemacht. Das wird ja jetzt wohl nicht so wild sein. Antworten Sie mir. Ja. Go ahead. Go ahead. God damn it, Ellis. I've been trying to reach you for hours. First a kid and now you. It's like the only thing I do is chase after whoever walks into this goddamn forest. Where the hell are you? We went down a ravine and headed north, up to an old campsite. Wait, what? We went through that area. We didn't find any campsite. Well, you didn't find Peter's cap either. Listen, we're still on the trail. We'll keep moving north. For Christ's sake, Ellis, stop playing a hero. Just sit your ass down till we find you. Emmett, just find the campsite and head north. I'll look for a landmark, something to point you in the right direction. Ellis... I'll keep you posted. Over now. Okay, also ich muss tatsächlich sagen, ich hätte die Kamera wahrscheinlich woanders hinsetzen sollen, aber das ist jetzt so. Also die Facecam meine ich jetzt. Ich müsste einen komplett neuen Stream starten, um das jetzt zu ändern. Aber ihr könnt mir gerne sagen, was ihr davon haltet. Wenn ihr also dafür seid, dass wir das so machen, dann können wir das auch machen. Ui. Da hängt wieder was. Nein! Die sagen, ich soll es nicht abmachen. Na, weil sie...
Ja, ihr wollt mir nur Schlechtes, sagt sie. Stimmt das? Wollt ihr mir nur Schlechtes? Ihr wollt nur das gute Ende sehen, bestimmt. Hilfe. Wenn ich im echten Leben in einem bitterböse schreienden, stockdunklen, ehemals wahrscheinlich. Du darfst ruhig einen neuen Stream machen, sagt Bitchbatsch. Wahrscheinlich wegen den... Also das könnte ich machen. Das ist ruckzuck erledigt. Dann mache ich die Facecam einfach nach oben rechts. Das ist wahrscheinlich ein bisschen besser.